Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es weiter in unserer Serie B2B Vertriebs- und Marketing-Tipps. Und heute schauen wir uns mal das Thema Lösungsverkauf an, also Lösungsverkäufer versus traditioneller Verkäufer im IT-Umfeld, also B2B-Vertrieb, Marketing in der IT-Branche. Dort ganz besonders wichtig und auffällig, der Trend, ja, geht definitiv hin zu Lösungsverkauf. Das heißt, es besteht zwar nach wie vor Produktverkauf auch, aber der wird zunehmend sehr stark automatisiert, weil standardisierbar. Ja? Und deswegen eben für die Komponente Mensch, also wenn du jetzt Vertriebler bist, ja, oder Vertriebsleiter oder auch Inhaber eines Unternehmens, IT, Agentur, Systemhaus etc., super richtig relevant dieses Thema. Ja? Also bitte dranbleiben. Und ja, wir machen jetzt mal die Überschrift, einfach mal hier orange, Lösungsverkauf. Also versus einfach nur Verkauf, ja. Produktverkauf traditionell. So. Das ist also das Thema für dieses Video. Und es ist deshalb so wichtig, weil natürlich am Ende wir kalkulieren müssen, okay, was geben wir rein in den Vertrieb, ins Marketing, ja, sei es jetzt in externe Unterstützung, Vertriebler, Marketingbudget, Online-Werbung, egal was es auch immer ist, ja, das zieht sich durch wie ein roter Faden vom Erstkontakt, egal ob offline oder online, bis hin zum Abschluss, bis hin zum Bestandskunden, den wir dann versuchen, Cross-Selling, Upselling, also quasi den Customer Lifetime Value, also auf Deutsch gesagt, den Kundenwert zu maximieren auf die nächsten 5 Jahre oder 10 Jahre oder bis in die alle Unendlichkeit. Sehr, sehr wichtig an dieser Stelle ist, dass beim Produktverkauf, ja, der letztendlich auch noch im High-Level Enterprise sehr stark stattfindet, wie zum Beispiel bei ja, ERP, machen wir ein paar Beispiele, ERP-Systeme, ja, CMS-Systeme, der Stift funktioniert nicht richtig, so, muss ich ihn jetzt mal austauschen hier, also ERP, CMS, all diese Systeme, ja, E-Shop, ja, DAM, MAN und wie sie alle heißen, ja, PIM, ja, Produktinformationsmanagement, sehr, sehr wichtige Themen aktuell, ja, es entstehen exponentiell zunehmend Daten. All diese Themen sind letztendlich Produkte dahinter, die es gibt, also Standardprodukte, ja, also individuell größere Unternehmen, wenn es darum geht, hier zum Beispiel ein Produktinformationsmanagement-Lösung einzuführen in einem Unternehmen, das, sagen wir mal, 100 Millionen, 200 Millionen Euro Umsatz macht oder 1 Milliarde, das selbst zu entwickeln, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, man kauft sich das von einem Systemhersteller, konfiguriert das, customized das, passt das an und so weiter. Also wir sprechen hier von Produkten, ja, die Stifte funktionieren irgendwie alle nicht so richtig. Ich mache jetzt mal hier den schwarzen. Das sind alles Produkte letztendlich. Ja, jetzt kann man doch sagen, ja, wenn das hier Produkte sind, also IT-Produkte, dann ist doch hier der traditionelle Produktverkäufer ja, das Ideale. Und das ist eben das Entscheidende, dass zunehmend die Unternehmen da draußen, die KMUs, die mittelständischen Unternehmen bis hin auf Konzernebene mit dem Produkt selber erstmal total überfordert sind, weil die Anforderungen zunehmend komplexer werden. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Anforderungen, ja, die quasi in der Komplexität, ich kürze es mal alles ab, in der Komplexität zunehmend steigen. Und an der anderen Seite hast du hier Produkte und Lösungen, die zunehmend standardisiert werden. Ja? Also
du hattest natürlich vor 10 Jahren noch nicht so viele Standardprodukte wie jetzt auf dem Markt. Ne? Das heißt, auch diese Produkte werden immer intelligenter. Man sucht also möglichst viel quasi vom Book, off the shelf, sagt man da in Englisch, also quasi vom Regal, hier wie so im Supermarkt so ungefähr, ja, hier irgendwelche IT-Enterprise-Lösungen hier einkaufen zu können und dann möglichst wenig zu konfigurieren. Ja, warum? Na, weil man sich sagt, naja, ich kaufe doch mir hier ein fertiges Produkt, ein CMS oder ein E-Shop, ein DAM, ein ERP oder was auch immer, ja, ein, ja, und zahle dafür hohe Lizenzgebühren, damit ich eben dann wenigstens möglich Software-Entwicklungsaufwand und Customizing-Aufwand habe, Konfigurationsaufwand. Das ist ja der Sinn und Zweck dieser standardisierten Produkte. Und desto standardisierter das Produkt, desto standardisierter kann ich auch den Verkaufsprozess natürlich abbilden. Ne? Also letztendlich die Routine, die dahinter steckt, theoretisch, ja, da kann ich jetzt jemanden reinsetzen, der auch wesentlich weniger qualifiziert ist eigentlich von dem, sagen wir, was dahinter steckt, hinter dem Produkt. Ja, die ganze Technik, die ganze Software, die ganzen Funktionalitäten und so weiter. Erstmal, wie, ja, so gut wie, also nur oberflächlich Ahnung hat. Und den